Aufnahme? Ja. Klink, klink. Ja, Prost, ja. Die Dame. Prost, Prost, die Herren. Prost, Prost oder Keule. Und willkommen zum Weihnachtsdorf Biertaucher Podcast 284. Ho, ho, ho. Ja. Heute mit? Mit dem Gregor. Horst. Stefan. Jana. Dem Reizhusten. Das war der Dennis. Okay, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Woconic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Außerdem vielen Dank an unsere Flatterer, an unsere Patreonen und den Nikolaus. Den Nikolaus. Den Nikolaus, der sich in Form des Klebemonsters manifestiert hat. Bitte auf den Shownotes bewundern, das riesengroße Geschenk. Wir wissen zur Zeitpunkt jetzt auch noch nicht, was drinnen ist. Aber es ist ein Klebemonster und wir freuen uns total. Ja, großen Dank, Klebemonster. Klebemonster. Es ist ein Wahnsinn, es ist riesig groß. Ich bin schon total gespannt. Man fällt das in der Schrift vorn drauf. Ich rechne damit, dass ich damit nach Hause fahren kann. Ja. Teaser? Teaser, ja. Ja, nur zur Ortsangabe. Genau. Wir befinden uns im Innenhof vom alten AKH, was wir sonst immer nur im Sommer tun, aber jetzt ist gerade Weihnachtsdorf, das ist unser jährlicher Weihnachtsdorf-Podcast. Nächste Woche wieder, wie gewohnt, beim Gary Binder zur Presse. Mhm. Von der Hofburg ist weißer Rauch aufgestiegen. Ja. Ach ja, genau. Es war herrlich. Ja, genau. Ufa Kelch ist an uns vorbeigegangen. Ja, aha, okay. Habemus-Präsidenten oder so. Okay, wir sind jetzt beim Teaser. Darüber redet ihr, über Präsidentschaftswahl. Ja, also genau, Teaser. Ja, dann schließe ich mich gleich an. Ich war nämlich beim President-Elect in den Sophienseelen feiern. Aha. Ja, cool. Puh. Weiß nicht. Ja, nein, was man denkt, die ist ein bisschen Podcast-Meta, was wieder lustig. Ich habe mir nämlich heute mit Feed und ein Panoptikum und einem dritten Dienst namens Haftduffer beschäftigt. Oh, Haftduffer gibt es auch noch. Und ja, vielleicht wisst ihr dazu mehr wie sie. Spannend. Ich habe mir eine ganz weihnachtliche Serie angeschaut mit Zombies. Oh. Eine Road-Serie. Mhm. Ich habe auch geschaut, ich habe Altered States geschaut aus dem Jahr 1980, einen Film, einen Horrorfilm. Dann habe ich mir angeschaut Brust oder Keule mit Louis de Funès, einen Klassiker sozusagen. Außerdem bin ich ins Roguelike-Genre abgestiegen oder aufgestiegen, wie man das ausdrücken möchte. Ich habe gespielt Battle Void Harbinger und Out There, The Ohm Edition. Und ich habe einen Nigeria Money Scam auf Couchsurfing überlebt und außerdem war ich im Happy Lab bei der 10-jährigen Geburtstagsfeier und habe dort geblockt über ein Projekt von einem Freund, eine Raspi Polaroid Kamera. So eine Raspberry Pi Sofortkamera. Jetzt ist mir da noch was eingefallen. Ich mache jetzt Tesla Konkurrenz. Und zwar habe ich ein Allradauto gebaut und zwar ein selbstfahrendes. Puh. Wow, wow. Ansage. Es fährt auch auf der Geraden oder nur bergab selbst? Fährt auf der Geraden, fährt in Kurven, fährt Linien entlang, hält vor Wänden automatisch an. Unglaublich, im Gegensatz zum Tesla. Im Gegensatz zum Tesla. Wie viele haben Platz? So ein oder zwei Flöhe? Mindestens zwei Stofftiere, würde ich sagen. Ah, also noch eine kleine Alpha-Version. Es ist noch eine kleine Alpha-Version. Ja. Stefan Musk. Gut. Ja, dann haben wir Termine zum Ansagen. Naja, eigentlich einen, der schon vorbei sein wird, wenn das Podcast rauskommt, nämlich die Robo Exotica ist. Genau, das wird sich schwer ausgehen. Na, vielleicht. Wann kommt der Podcast aus? Ja, also es ist jetzt so, dass wir den vorläufigen Feed ohne Shownotes schaffen wir immer vor dem Wochenende jetzt. Cool. Weil ich nämlich, also es ist ja gerade das Human Rights Film Festival in Wien. Mhm. Und die haben ein paar so Workshops und da gibt es auch einen zu Digital Human Rights und der ist im MetaLab und dazu habe ich mich jetzt einfach mal oben, der ist am Donnerstag, mal schauen, was das wird. Also, falls das nur rechtzeitig ist. Das ist eine Konkurrenzveranstaltung zu Robo Exotica. Donnerstag das ist ganz bis schlecht. Sonntag Robo Exotica im Müll. Roboexotica.org nachschauen. Gut. Sonst? Mir fällt gerade wieder keiner ein. 24.12. ist Weihnachten. Ah, okay, okay. Das werden wir schaffen. Werden wir schaffen. Vorher. Gut, wir fangen an. Dann fangen wir an. Ja, Jana, du bist Gast, das ist ein hübsches Thema. Ja, also mein hübsches Thema ist, wie gesagt, so Podcast-Meter-Dings da, weil jetzt habe ich einmal meinen eigenen Podcast einigermaßen ins Lauf gebracht. Und die Lieblingsplätzchen. Genau, und nach wie vor schmeiße ich sehr gern mit Links um mich im Internet. Und mit normalen Links für Texte funktioniert das ja relativ gut, aber Audio im Internet teilen ist nicht so einfach. Und da gibt es ja jetzt
Stefan sei Panoptikum und Feed von Christian Bednarek. Und ich habe bei beiden jetzt schon so einen Account, aber ich habe ehrlich gesagt bei beiden noch nicht so ganz durchschaut, was ich eigentlich durchsuche oder nicht oder überhaupt. Aber du hast ja nur Alpha-Version da in Panoptikum, insofern ist das wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich. Ja, jedenfalls habe ich in Feed jetzt ein es gibt Unterschied zwischen Sammlungen und kuratierte Feeds. Und in so kuratierte Feeds kann man einzelne Episoden zusammenstellen. Du redest jetzt vom Panoptikum, oder? Vom Feed. Von deinem Feed? Bei nein, von Feed, wie er immer man das ausspricht, von Christian Bettnarek. FYYD.de. Okay. Ach so, oh, das ist schwierig, wenn ich schon wieder so undeutlich rede. Ja, jedenfalls habe ich da sowas. Sowas bauen, indem ich alle Episoden, die ich bisher empfohlen habe, es gibt erst 5 Ausgaben von Episodenempfehlungen, versucht in einen Feed zum Tor, aber dann bin ich schon daran gescheitert, dass ein paar von den Podcasts, die ich da gerne einbauen wollte, nicht in seiner Liste drin waren. Und die kann man zwar irgendwie so anmelden, aber das dauert jetzt eine Zeit und ich weiß nicht, ob ich übermorgen noch dran denke, welche Sachen ich jetzt da noch nicht aufgedacht habe. Also so ganz optimal ist das noch nicht. Und ja. Hat Panoptikum auch irgendein derartiges Feature? Noch nicht. Also Feeds kann man noch nicht selber bauen. Man kann Feeds einwerfen und man kann Podcasts empfehlen zurzeit. Mhm. Und das seit 4 Stunden oder so. Also das ist noch ganz warm, das Feature. Frisch gebacken. Aber wird sicher auch kommen. Braucht noch ein bisschen Zeit, aber wird auch kommen. Mir geht es zurzeit eher darum, dass man auf der Plattform selber Sachen empfehlen kann, liken kann und so weiter und sieht, was andere tun. Mhm. Also mehr so die Community-Geschichten. Ja. Und dass dann Feeds hinten rausfallen, wird es auch geben als Side-Effekt, aber das ist mir noch nicht so wichtig. Ein Facebook. Genau. Ja, und, aber Jana, eins gab ich jetzt nicht, du bloggst doch immer und da könntest du doch einfach im Blog, im Text einen Link machen zu der Podcast-Episode, die wird ja in einer Homepage haben. Das ist ja jetzt aktuell eh so, also ja. in meinem richtigen Blog, im Feed-Blog, habe ich halt einfach jeden Sonntag, wirklich strikt jeden Sonntag, alle möglichen Links, die ich gut finde, aber im Blog von meinem Podcast gibt es Episodenempfehlungen und die sind momentan verlinkt als die Seiten, wo die Episode quasi ist, mit dem ganzen Beschreibungstext und dazu die MP3-Datei und einen Link zum ganzen Feed von dem entsprechenden Podcast. Aber das ist trotzdem immer noch nicht so komfortabel, glaube ich. Du hättest gern sowas, aber wo man dann so das gleich hört, wenn man... Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Leser oder Hörer, die das überhaupt lesen, das sehen. Vielleicht, also falls irgendwer zuhört, der meine Link-Empfehlungen liest, sagt mir mal, wie sie das am besten haben möchte. Ja, ich lese deine Link-Empfehlungen und ich finde, das gehört gleich direkt auf die Webseite. So wie du einen Feed deiner eigenen Episoden drauf hast, könntest du ja auch einen Feed aller Episoden, die du empfiehlst, drauf haben. Also sie macht einen Feed über ihre Sachen, die sie hört. Also Janas Stream, das wäre mein Vorschlag, dass sie so einen Feed auch hat. Nicht nur einen Feed von den Episoden, die sie selber produziert, Janas, den sie ja schon hat. Kann das funktionieren? Kann ich das selber machen? Im Prinzip genauso, wie du es schon kannst mit den anderen Episoden, die du ja im Feed drinnen hast. Also abkupfern vom eigenen Feed, den du schon hast. Okay, aber es gibt ja quasi mein Blog von meinem Podcast als Feed zu abonnieren. Aber das sind ja nicht die Links auf die Shownotes. Du willst ja, nicht die Links auf jetzt die Episoden, die willst du ja drin haben. Ja. Ah, ist nur RSS. Das ist trivial. Das sprichst du ja mittlerweile flüssig. Das spreche ich mittlerweile halbwegs passabel, ja. Aber das wäre wieder eine Möglichkeit, die Jana zum Programmieren zu kriegen. Es könnte auch jemand von den anderen Podcastlern unsere Idee des Teasers aufgreifen. Teasers veröffentlichen und die Jana schnippelt die Teaser dann einfach dran. Aber ich glaube, das wird ein bisschen Feieraufwand. Das macht doch keiner außer uns derzeit. Nur verlinken ist schon genügend Aufwand. Ich musste das als SEO hören und verschlagworten, wie was dazu ausdenken. Aber es, das macht viel Spaß, weil beim letzten Podcasting-Meetup hat man es ja gesehen, ich habe einen Podcast empfohlen, nämlich Flip the Truck, und 3 andere Leute, die anwesend waren, haben den dadurch kennt, und dann hat sich der Podcaster von Flip the Truck gefreut und ich habe mich gefreut, weil meine Empfehlung geholfen hat, und alle anderen haben sich gefreut, dass sie einen Podcast gefunden haben. Also, ist es lustig, ein Multiplikator zu sein? Ja, finde ich schon. Multiplikator? Du wirst ja gleich voll mit der Medienzler, nicht Multiplikator, das ist schon ein Potenzler.
Ja, das ist unsere Potenzlösung. Das klingt jetzt schlecht. Ja. Ich glaube, das wird ganz lustig, was sie da in den nächsten Wochen und Monaten so tun wird, weil ich glaube, der Christian Bednarik und ich, wir motivieren uns gegenseitig und ja, vor den Konkurrenz. Pushen uns da ein bisschen mehr zu tun und weiter zu tun. Und Haftdauer fällt aus. Das scheint mir ein bisschen tot zu sein, ehrlich gesagt. Das habe ich eigentlich schon vor ein paar Jahren ein bisschen das Gefühl gehabt. Also ich habe das letzte Woche in einem Blog, das ich öfters liest, entdeckt. Der hat das empfohlen als Tool, um halt Podcasts zu hören, also zu sammeln. Also das ist, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ist das eben genauso, dass man sich dort Feeds bauen kann, zusammenklicken kann. Nicht? Aber ja, und in einem, man kann es auch verschlagworten oder so. Ah, das habe ich nicht gesehen damals, okay. Vielleicht ist das auch neu mittlerweile. Ich habe das vor ein paar Jahren einmal angeschaut, Haftdauer. Ja, aber so vom Design her schaut es eher altmodisch aus. Das mag nichts heißen. Ja, das stimmt, aber trotzdem. Bisschen schick darf es ja auch sein. Ich kann was Blödes erzählen. Kommt an wie blöd. Naja, schieß mal los. Also, ich bin ja derzeit noch fröhlich Single und tue mir das Haus voller Couchsurfer füllen. Das ist, und eines Tages gehe ich halt also aus der Früh, gerade am Aufstehen, und kriege schon einen Couchsurfer-Request, irgendeine so und so aus Amerika, derzeit gerade in Lagos in Nigeria, möchte bei mir Couchsurfen. Und ich, ja, passt eh. Lies kurz und sage, ja, sie ist irgendwie Head von der so-und-so Missionary Church. Und dann habe ich mir schon gedacht, ui, das klingt unlustig, aber man will ja nicht so sein. Habe mir eigentlich hauptsächlich Sorgen gemacht, ob die Gespräche nicht eher anstrengend werden. Ja? Naja, ja, so, religiöse Typen sind nicht ganz meins. Und auf jeden Fall, dann geht es halt so weiter. Ich bin beim Frühstück und dann macht das Handy piep, piep, piep und dann kommt schon die nächste Message zurück. Ne? Und ich sage halt, ja, wann kommt es denn genau an? Ne? Und ja, Kultur, could you pick me up at the airport oder so? Ja, okay. War dann. Hab gesagt, naja, ja, kostet 1,70 Euro, kann man machen. Ist besser als die Couchsurfer irren durch Wien und halten dich den ganzen Tag auf, weil sie nicht herfinden. Ne? Ja. Ja, und dann kam die nächste Frage. Ja, ich brauche viel Geld für meinen Europatrip und meine amerikanische Mutterorganisation schickt mir das, aber ich bräuchte dazu ein europäisches Konto. Könnte ich deins verwenden? Und ich schreibe halt so beim Müsli-Essen zurück. Haha, das klingt wie ein nigerianischer Money-Scam, lol. I will report you just to be safe. Und da habe ich es eigentlich noch als Scherz gedacht und dann haben wir gedacht, Moment einmal, das ist ein nigerianischer Money-Scam. Haben wir das Ganze ein bisschen genauer angeschaut und da waren dann schon eher deutliche Hinweise. Also es hat halt alles hinten und vorne nicht passt. Ne? Also das ganze Profil hat nur eine Referenz gehabt und ist alles ein bisschen zu seltsam geklungen. Habe ich also sofort von Couchsurfing, gibt es eigentlich so ein Report-Feature. Es ist eigentlich dazu gedacht, wenn dich ein Gast belästigt oder blöd ist oder so. Ne? Und dann hat halt brav reportet, dann kam sofort eine automatische Antwort zurück. Ja, wir werden uns in den nächsten 6 Tagen das anschauen. Dies ist eine automatisch generierte E-Mail. Da habe ich gedacht, naja, dann kann ich ja ein bisschen Spaß haben mit dem Money-Scam. Also der nigerianische Money-Scam, für die, die das nicht kennen, funktioniert immer so, dass man jemanden vorgaukelt, der kriegt ganz viel Geld, aber dann kommen diese Geldtransfer verzögert sich dann. Also er hat eine Erbschaft gemacht oder ein Diktator will irgendwelche Millionen aus der Lande schaffen. Eine Geschichte wird sich ausgedacht. Und man braucht dann irgendeine Bearbeitungsgebühr. Man muss schnell ein Konto öffnen und die Leute werden dann halt so wie mit der Karotte halt gelockt. Und, so klassisches Spam-E-Mail. Ja, klassischer Scam. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann einfach nur geschrieben, ja, you already reported and aus. Na, man dachte, der wird jetzt aufhören. Und stattdessen ist er aber sofort, der hat nicht locker lassen und hat, also sie, ist eine sie natürlich, ja, also sie ist eine nette christliche Lady und es wäre so schön, also ich werde das Ganze noch dokumentieren und in einem Blog hauen, weil es einfach so witzig war, wie er sich dann halt immer mehr angestrengt hat, mich einzubuttern. Und auf jeden Fall gemeint, ja, also ob ich nicht schnell das Geld überweisen könnte. Und er zahlt es mir dann ganz sicher zurück, wann er in Österreich ankommt. Also sie, Entschuldigung. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, das klingt gut. Ja, also ich werde mich jetzt aufmachen. Und habe ich gesagt, ja, auf welches Konto? Und er hat gesagt, nein, Konto geht nicht, Western Union bitte. Habe gesagt, ja, okay, ich gehe zum Schalter. Ne? Mhm. Und dann fertig essen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt in der Nähe vom Schalter, aber mir sind gerade Zweifel gekommen. Es könnte ja sein, also könntest du nicht ein Foto schicken von dir und dem Passport. Also er hat nur Name angegeben, von einem Mädchenname und Lagos und noch irgendeiner Postleitzahl. Ja? Ja. Und habe mir gedacht, das kann ja nicht so schwer sein, der Passport und Foto. Und ich habe mir gedacht, das hilft vielleicht bei der Verfolgung von dem Scam ein bisschen. Ne? Und dann hat er sich halt sehr gewunden und gesagt, ja, welche E-Mail noch einmal? Und dann, ja, er wird das schicken. Und dann kam wirklich eine E-Mail, ja, es dauert gerade noch.
und ob ich das Geld nicht schon jetzt unterschicken könnte. Also, so ist halt eine Zeit lang hin und her gegangen. Das Lustige war, noch während ich gefrühstückt habe, hat sich dann auch von Couchsurfing jemand gemeldet, ein Florian vom Tech-Support, und hat mystisch geschrieben, ja, also er schaut sich das gerade an und er wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Okay. Dabei habe ich weiter geflirtet mit dem Ding halt und habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt schon genau vor dem Schalter und kann ich jetzt überweisen und so, habe halt versucht, den zurückzuhäkeln halt. Dass er, weil ich habe mir gedacht, der sitzt jetzt panisch in einem Internetcafé und versucht mit Photoshop da seine zusammengeflatterten Bilder mit einem Passwort halt zu kombinieren. Das wollte ich mal halt anschauen. Ja, sicher, ja, ich wollte auch einen Spaß haben. Ja. Und dann ist noch eher kryptische E-Mail von dem gekommen, also das habe ich nicht kapiert, ist eine Warnung oder war einfach nur frustriert. Und auf jeden Fall dann wirklich eine Viertelstunde später war der Account gesperrt. Ja. Und dann hat der Tech-Support-Typ dann noch einmal zurückgeschrieben, ja, also nicht nur, dass der mich getrollt hat, das hat er schon in Echtzeit verfolgen können, sondern er hat auch irgendwen anderen um Geld angeschnurrt. Das ist ein kleiner Fall. Und also muss sagen, Couchsurfing hat da relativ geschwind reagiert. Ja, und das war das erste Mal jetzt? Du hattest ja und, schon mehr, also ich habe sehr viele, ja, ich hab schon über Dutzend, also ich habe 25 Referenzen, also ich müsste mindestens 25 schon gehostet haben. Ja. Also es ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich ein Scam, ein Betrugserlebnis gehabt habe auf Couchsurfing. Und für mich war halt neu, dass die nigerianischen Scammer, das entwickelt sich ja auch weiter, dass die halt nicht nur den klassischen E-Mail-Scam jetzt machen, sondern halt auch andere Plattformen dazu benutzen. Ja. Gut. So. Eine vorweihnachtliche Scam-Geschichte. Genau, ja. Ja, herrlich. Und vielleicht schaffe ich so ein Blogposting machen mit den ganzen Originalpostings, weil es halt lustig war. Ist das noch zusammenfassend? Schön. Es gibt auch einen Blog im Internet dazu, diese Trollen und das waren dann irgendwelche wirklich größeren Grüppchen oder sowas. Und ja, macht mal ein Foto von euch und haltet eine Fahne hoch. Und dann stand da, weil sie die Sprache Deutsch nicht konnten, stand dann sowas wie wir sind schwul oder sonst was. Ja, haben sie das hochgehalten? Stimmt. Also die haben sich dann über die nigerianischen Scammer dann lustig gemacht. Warum eigentlich explizit nigerianisch? Die haben eine Kultur dafür. Also die gute Internetverbindung, selbe Zeitzone wie Europa, Englischkenntnisse und das ist halt dort. Gibt es halt eigene Dörfer, die sich spezialisieren. Es gibt angeblich auch andere Dörfer in Marokko, die spezialisieren sich wieder arabische Männer vor eine Webcam zu kriegen mit peinlichen Handlungen und die dann zu erpressen. Also es gibt halt überall diverse Betrugsgeschichten. Und dann habe ich fast 10 Millionen Leute in der Hauptstadt, also da finden sich schon ein paar. Ja. Wo, in Lagos? Lagos, ja. Ja, Lagos ist halt riesig. Ja. Na gut. Die dunkleren Seiten des Internets. Das ist jetzt, ich finde, das ist jetzt ein bisschen rassistisch. Nur weil die dunkelhäutig sind? Nein, das ist wirklich nicht verstanden. Zur Strafe musst du gleich weiter erzählen. Genau. Was habe ich nochmal gesagt, was ich... Richtig. Ja, ich habe mir eine richtig schöne weihnachtliche, eigentlich überhaupt nicht, Serie angeschaut. Ich habe mir gedacht, ich schaue die mal an. Wie heißt die Serie? Ja, jetzt habe ich es vergessen. Also die Serie ist von The Asylum. Das ist dieses Unternehmen, was auch Shark Tornado und diese ganzen ganz schlechten Filme produzieren. Die haben auch jetzt eine Serie, die auch in Amerika auf Sci-Fi. Ich weiß gar nicht, wo sie in Deutschland läuft. Mhm. Ich habe sie mir jetzt auf ich nenne kein Unternehmen, angeschaut. Nein, ich möchte eigentlich keine Werbung dafür machen. Höchstens für die Serie. Ja, das ist... wie heißt sie denn nochmal? Dennis, kannst du erklären, worum es geht in der Serie? Ja, okay. Also es ist eine... Zombies sind aufgetreten und 3 Jahre nach der Apokalypse sind welche jetzt dazu gekommen, mal Experimente anzustellen, um etwas gegen die Zombie-Plage zu machen, also einen Antivirus herzustellen, also eine Medizin. Und sie haben da unfreiwillige Testsubjekte, ehemalige Strafgefangene. Das ist dann. Die sind schon Zombies oder? Nein, die sind noch Menschen. Die werden erst anschließend durch Zombies gebissen. Und dann schauen sie, ob die Immunität gewirkt hat oder? Genau. Anti-Zombie-Impfung. Ja. Und einer wird dann überlebt das tatsächlich und es sterben alle um ihn herum, bis auf einer, der soll ihn jetzt nach Kalifornien bringen der stirbt dann aber auch und ein paar andere Leute, ein größeres Grüppchen aus 5-6 Leuten, sollen ihn jetzt dort hin eskortieren, die absolut nichts damit zu tun haben. Es ist ein richtig schöner Road Movie Slasher Serie. Ist das frisch, erste Staffel?
Nein, schon die zweite Staffel. Und in der ersten Staffel, das ist noch richtig viel Splatter. Also wirklich, es ist wirklich herrlich. Die Serie ist so schlecht. Dennis, ich beauftrage dich hier mit den Namen der Serie rauszufinden, ja, und in die Shownotes zu schreiben. Jetzt, okay? Hab ich's wirklich vergessen. Das ist unglaublich. Und empfehlenswert? Z-Nation. Ja. Oder Z-Nation. Das ist eher ein Klassiker bei uns. Aha. Verlinken der Shownotes ist bei uns, okay, eigentlich ein Thema, das immer kommt. Nein, Z-Nation. Oder, ja, oder Z-Nation. Also traurige Z-Nation. Nation oder Z-Nation? Z-Nation, also Zombie-Nation. Z-Nation. Z-Nation. Ja, also es ist richtig splatterhaft. Da gibt es dann den Dog. Der heißt Dog, weil er immer Emergency Room angeschaut hat. Und dann eben der Arzt dadurch in dieser Gruppe ist. Und da hat einer einen Kopfschmerzen. Und was machen wir? Da müssen wir Druck ablassen. Wir brauchen irgendwas zum Bohren. Und dann, hier ist eine Bohrmaschine. Oh ja, jetzt müssen wir reinbohren. Bohrt rein und in den Kopf, genau, um den Druck abzulassen von einem lebenden Menschen. Und dann, oh, ich habe schon befürchtet, dass das passiert, ist ihm der Bohrer abgebrochen. Noch ein Hammer. Okay, also es ist Splatter mit Klamauk. Ich verrate jetzt auch nicht, ob die Person überlebt oder nicht, das ist schon egal. Jedenfalls, das ist die erste Staffel. Die zweite Staffel... Wie viele Folgen hat die? Ich glaube so etwas über 10, 13 Folgen. HBO-mäßig. Ja, und noch weniger. In der zweiten Staffel sind es, glaube ich, 3 Folgen mehr oder sowas. Und das Ganze kann man sich nüchtern anschauen oder sollte man gewisse Drogen einwerfen, um das besser zu machen? Also, ich würde sagen, mit Drogen ist sie besser. Mhm. Weil sie so total abgefahren ist. Aber die zweite Staffel ist wesentlich ernster. Also die Macher haben selber gesagt, ja, sie wollen irgendwas produzieren, im Gegensatz zu The Walking Dead, was ziemlich ernst ist. Wollten sie irgendetwas, was Spaß macht. Sie haben schon traurige Folgen, aber es ist doch eher auf Spaß und Blätter. Wobei die zweite Staffel nicht mehr, da kommt kein Splitter mehr vor, aber da kommen dann solche Sachen vor wie in einer Schlucht stürzen Millionen von Zombies rein, in eine Schlucht hinein, weil sie dort reingetrieben sind. Ja. Also es ist wirklich dann gigantisch. Und ist auch teuer produziert. Eigentlich überhaupt auch nicht. Okay. Die zweite Staffel auf jeden Fall teurer, da kommen nämlich dann nicht mehr diese... Ich mag diese Splatter-Effekte, die auch, wie heißen sie... Peter Jackson gemacht hat in seinen ursprünglichen Filmen. Eben wirklich Braindead, genau. Das ist die erste Staffel so ungefähr. So ein bisschen so organisch, ein bisschen schleimig. Genau, richtig. Ja. Aber nicht der so Sam Raimi-Faktor. Ja, bisschen. Richtig. Verstehe schon. Aber die zweite Staffel ist dann eher so auf Tricktechnik. Okay. Das ist nicht mehr so gut, aber trotzdem, dafür sind die Folgen etwas ernster. Mhm. Also ernst gemeint. Also der Doc ist nicht mehr so eine Witzfigur. Okay, und du empfiehlst das für die ganze Familie? Ja, natürlich. Also für groß und klein. Ein großer Spaß für alle. Hauptsache ab 99 Jahren. Also. Ja, ich schon, was sich im Genre was tut. Ich kann in der Richtung empfehlen, eine britische Serie, die ist schnell weggeschaut. Da gab es nur eine Staffel, Dead Set nennt sich die. Handelt über einen Big Brother Container, wo die Schauspieler drinnen abhängen und währenddessen bricht die Zombie-Kalypse aus. Oh, sie bleiben im Container und kriegen es nicht mit. Das werde ich nicht verraten, aber das nur so als Hinweis, wer sich mal für ein bisschen anderes in dem Genre interessiert. Ich habe ein Spiel für euch drei. Ja. Das ist irgendwie... Ihr drei setzt die Spiele, also, du spielst ja nicht. Oder spielst du? Nein, ich glaube, du hast einmal gesagt, du spielst nicht. Nein, ich habe noch nie in meinem Leben gespielt. So na dann, also. Es ist ein Spiel mit Österreich-Bezug und heißt 1700 AT. Gehört davon? Okay. Nein. Ich lese euch die Tagline vor, weil die finde ich auch schon ganz nett. Heldengeschichten müssen erzählt werden. Was 300 für Sparta ist 1700 für Wien. Klingt jetzt schon? Nein. Noch nicht. Okay, nein. 1683. Werde du zum Kommandanten der 1700. Hilft es? Nein. Dann lege ich noch eins nach. Und führe sie durch die gefährlichen Welten der Pizzeria. Hä? Jetzt ging es echt nicht? Nein. Also es gab eine etwas skurrile Geschichte einer Hausbesetzung in Wien im zweiten Bezirk mit einer Pizzeria. Ja, die Pizzeria Anarchica oder wie so in Anarchia. Von 1700 Polizisten geräumt. Ganz genau. Und das ist jetzt aufgearbeitet worden mit seinem 8-Bit-Spiel browserbasiert. Das gibt es aber schon länger, das Spiel. Bei mir ist es heute in der Timeline vorbeigekommen. Ach so, na, das habe ich gleich nach der Demo gemacht.
Echt? Ja, das war so ein Browserspiel. Ja, ja, wann wo war das Ganze? Das ist schon ein, zwei Jahre her. Ja, so zwei Jahre hätte ich meinen Witz. Da war ich noch nicht in Wien. Ja. Also, ja, auf jeden Fall eine Hausbesetzung und es waren wirklich tausende Polizisten. Ich habe es noch nicht gespielt. Schaut es euch an, die Grafik ist lustig. Es ist so ein bisschen wie Lemmings, also so kleine 8-Bit. Und man führt halt Hundertschaften von Polizisten gegen ein von einem einzigen Punk verteidigtes 8-Bit-Haus. Und der pinkelt dann halt runter oder tut eine Bierflasche runterleeren und alle Polizisten, die dann sonst erst so auf Wienerisch schreien und werden dann halt von ihm getroffen und sind sofort kaputt und man muss die nächste und immer doch die bringt da was Neues ein. Ja. Aber es ist, war nicht der Versuch. Nett, ja. Ist gut. Ja, nein, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe nur die Musik bisher gehört. Die ist schon sehr gut. Ja, aber man kann es auch spielen. Das ist Grafik ist auch ganz lustig. So richtige 8-Bit, alte Konsolengrafik, so schaut es aus. Ja, aber ordentlich kommt man vor. Also nicht nur geschwind hinknudelt. Ja, hat durchaus seinen Reiz. Ja gut, für die Vorweihnachtszeit kann man nicht genug Spielstoff haben. Ich habe noch ein seriöses Thema, bevor der Glühwein total nach dem nächsten Glühwein schreit. Ich war am der 10 Jahre Geburtstagsfeier vom Happy Lab, Wiens Makerspace im 2. Bezirk. Schön. Und das war ganz schön und ich bin eingeladen worden von einem Freund, bitte nicht schon uns nachlesen, und der hat nämlich Thomas Krems heißt er, glaube ich. So. Und der hat ein Projekt gemacht, und zwar wurde zur 10-jährigen Geburtstagsfeier vom Happy Lab haben mehrere Leute dort ihre Projekte ausgestellt und das Publikum hat dann hinströmen können, hat an der Bar einen Chaton bekommen und einen Stempel, damit es nicht schummelt, auf die Hand wurde man abgestempelt, und dann hat man diesen Chaton in eine natürlich 3D lasergekattete Holzbox werfen müssen, also so wie in eine Urne, und die Urne mit den meisten Chetons hat dann das Siegerprojekt auserkoren. Ja, also leider ist meine Erinnerung jetzt schon ein bisschen dunkler, aber ich habe ein schönes Blogposting dazu geschrieben. Auf jeden Fall, das Projekt von dem Freund war eine Raspberry Pi Sofortkamera. Der ist nämlich Hobbyfotograf und der tut irgendwie gern Polaroid. Also er wollte ein Polaroid-Kamera-Äquivalent haben. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat einen Raspberry Pi mit so kleinem Display in eine super Plexiglasbox oder Holzkiste getan und dazu einen kleinen Thermodrucker, das was die Kellner derzeit an der Hüfte tragen. Und das hat alles so zusammen gedingst in eine schöne Schachtel mit einem großen Fotografierknopf und da hat man halt so mit einem riesen 4-Ziegelstein großen Apparätchen, jetzt werden fotografieren können und dann gemacht und dann ist das Thermopapier mit einem Schwarz-Weiß-Ausdruck rauskommen von dem Foto. Das war halt eine nette Bastelei. Aber kann man da drauf was erkennen? Ja, war relativ scharf sogar. Ja. Also nein, nicht, ob es scharf ist, aber wenn es nur schwarz und weiß ist, dann brauchst du ja eigentlich... Nein, es ist halt es schaut aus wie ein Kassazettel mit einem sehr gut erkennbaren Schwarz-Weiß-Bild. Also die Auflösung von dem Thermodrucker war gar nicht so schlecht. Okay. Oh, ja, witzige Idee. Und ohne an Strom anschließen zu müssen. Nein, also war noch riesiges Akkupack drinnen. Ja, okay, ja. Also extra eine Plexiglas-Version gemacht, dass man reingucken kann, wie es drinnen ausschaut. Und es gibt so eine Do-it-yourself-Projektseite, wo das auch alles verlinkt ist mit Schaltplänen und Bauanleitung. Und ich habe dann natürlich mit dem... Hast du gesagt, genau. Und eine Kamera. Ja, und die so Kamera gibt es ja auch als Schild. Also das war alles so drauf. Ja. Und so ein riesiger Auslöseknopf, wie man das halt braucht. Und die Leute haben das natürlich auch fest ausprobiert, haben dann alles gegenseitig fotografiert damit. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen drüber geredet. Er hat gemeint, ein bisschen über 100 Euro hat er an Materialkosten reingesteckt, also ohne seine Bastelzeit jetzt zu rechnen. Und der große Vorteil ist halt, also abgesehen davon, dass es eine coole Nerd-Bastelei ist, dass bei einer echten Polaroid-Kamera das Filmmaterial relativ teuer ist. Mhm. Und so 20 Euro für ein Backelfilm. Ja. Und da hat er jetzt zwar nur schwarz-weiß gehabt, weil er einen billigen Thermodrucker genommen hat, aber er hat gemeint, ein Ausdruck kostet ihm 0,2 Cent oder so. Also das ist relativ günstig. Ne? Und wir haben dann halt philosophiert, wie lange das hält und ob man auch ein Farbding machen könnte, wenn man ein teureres Druckermodell reintut. Aber auf jeden Fall eine sehr nette Bastelei für Fotofreunde. Die anderen Projekte, Jana, waren alle, also es war quer durch die Bank, was die Leute halt machen, wenn sie zu viel Zeit und zu viel Werkzeuge bei der Hand haben und zu viel Lasercutter. Eins war ein Segelboot, ein Doppelrumpf-Katamaran-Segelboot mit Fernsteuerung. Ah, schön. Und auch mit Raspberry Pi drinnen, glaube ich. Ohne gestricktes Segel. Ohne gestricktes Segel. Ja, nein, das war nicht gestrickt, ja. Dann eins war so ein, was hat es alles gegeben? Eine Zigarrenkiste für kubanische Zigarren und drauf war eine selbstgebastelte Gitarre. Und die ganzen Teile waren mit dem Lasercutter ausgeschnitten. Also du hast ist das gut? Dass du stylisch auf einer echten
Zigarrenkiste kubanische Lieder spielen kannst. Das braucht man doch, oder? Und das, das, was sonst die F-Löcher sind bei der Gitarre, das war ja eben genau das Markenlogo von der Zigarre. Okay. Das war halt sehr stylisch. Das heißt ja also, der Korpus war die Zigarren. Der Korpus war die Zigarrenkiste und er hat gesagt, dann kann man auch aufmachen, das hat funktioniert, und das Plektron reinlegen. Ne? Und was hat es noch gegeben? Vom Lasercutter schön geschnittenes Holz. Also dünnes Holz kannst du mit dem Lasercutter schneiden, das schaut dann cool aus. Und das waren so Ständer für Musikinstrumente, also die sehr stylisch ausgeschaut haben. Also wenn du ein Cello irgendwo hinstellen willst, dass du es nicht mit diesem Spitz ins Parkett rammen musst, sondern dass du halt da so einen schönen Holzständer hast, der stylisch ausschaut. Dazu ist gegeben. Dann so ein Spiel, das habe ich nicht ganz kapiert, aber das hat aus so Kacheln bestanden, die aus Holz waren und die man dann so zusammenlegt. Okay. Das ist so praktisch eine Art Brettspiel. Ein Ding, das hat ausgeschaut wie ein Nudelwalker. Der Nudelwalker hat eine Art Relief gehabt, das auch irgendwie laser gecuttet war, und das hast du dann in Farbe getaucht und damit hast du dann so T-Shirts handeln können. Das gibt es auch für Teig mittlerweile auch. So was wird mir meine Tante nämlich zum Geburtstag schenken. Ja, ein ganzes Nudelholz mit Zuckerbäckerei-Logo drauf. Genau, das. Und dann noch ein paar andere Projekte. Ich habe ein paar verlinkt in meinem Blogposting, aber entschwinden sie schon langsam wieder. Aber es war einfach lustig, weil die ganzen Leute, die das ausgestellt haben, auch sehr stolz waren und dann gesagt, ja, du darfst das anfassen und so. Also es war eine schöne Veranstaltung. War eine sehr nette Party, Freibier, also was will man mehr, freies Buffet. Sehr, sehr nett vom Happy Lab. Cool. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich gelesen, war ich neidisch, weil ich mir dachte, muss ich auch was basteln. Ah, Überleitung. Übrigens, du hast 2 Meter dort vorne entfernt gewohnt, du hättest da auch hingehen können. Ne? Ja, hätte ich nur wissen müssen, so, ne? Das ist immer dann das Problem. Und auch ein bisschen Cross-Posting in Richtung Hour of Code. Da hat ja der Matthias Bendel von seinem Wiener Linien-Abfahrtsmonitor erzählt in der letzten Episode. Da hat man dann Feedback. Ja, das ist ja schön, was ihr da erzählt. Das klingt alles immer so einfach. Aber wie macht man das wirklich? Mhm. Das heißt, es gibt eine Nachfolge-Episode. Das wird die nächste sein, die herauskommt, wo man im Detail Schritt für Schritt durchgehen, was er sich alles gedacht hat während dieses ganzen Projektes. Also, was für Hardware muss ich mir jetzt kaufen? Und wie komme ich jetzt an einen Treiber? Und wie programmiere das jetzt, wie wähle ich die Programmiersprache aus, mit der ich das jetzt programmiere. All die Schritte, die er da wirklich gemacht hat, haben wir da durchexerziert, damit man wirklich das Gefühl kriegen kann, dass das nicht was vollkommen Fremdes ist, so ein Projekt zu machen, sondern dass man sich da ruhig dran wagen kann. Und da geht es auch, weil du gesagt hast, der 2-stelliger Euro-Betrag kommt auch mit aus. Also das war sogar 70 Euro. Naja, und dann erzählt der auch wieder super vom nächsten Projekt und dachte, jetzt brauchst du auch was zum Basteln. Und ich bin ja nicht so der Hardware-Typ eigentlich. Und dachte, naja, jetzt schaust du mal, eigentlich immer schon gesucht so nach Robotern und so, das möglichst humanoider Roboter oder sowas, aber wenn man schaut, unprogrammierbar, wenn man schaut, was die Dinger kosten, so Bausätze 5, 6, 700 Euro, ich habe eher mal erzählt von einem, da war es ein Kickstarter-Projekt und so mit 12 Servomotoren und das kostet alles Länge mal Breite. Also du kannst das alles steuern dann mit Raspberry Pi oder Arduino, das ist alles cool, aber die ganzen Motoren und so, das kostet relativ viel Geld. Mhm. Und jetzt habe ich gefunden auf Amazon, wenn wir verlinken an den Shownotes, einen Bausatz von so einem Auto, wie ich zuerst beschrieben habe. Ja. Also es ist ein kleines Automodell, wo drauf sind 4 Elektromotoren, die über Platine angesteuert werden. Die Platine wird mit Akkus betrieben, die auch mit dabei sind, mit einem Ladegerät, was mit dabei ist, mit einem, nicht mit einem Raspberry Pi, sondern mit einem Arduino, der mit dabei ist. Dann noch einen ganzen Haufen Sensoren. Ich habe gesagt, er darf nicht gegen die Wand fahren. Das heißt, er braucht einen Ultraschallsensor. Er braucht einen Bluetooth-Sensor, damit man es mit der Bluetooth-Fernbedienung, einen Infrarot-Sensor, damit man es mit der Infrarot-Fernbedienung, die dabei liegt, steuern kann. Okay. Er braucht einen Bluetooth-Sensor, damit man es mit der Android-App oder mit der iOS-App, die dabei ist, steuern kann. Und er braucht noch Lichtsensoren, damit man auf einen schwarzen Strich fahren lassen kann und Kurven entlang fahren kann. Also das ist ein Line-Follow-Roboter. Auch ein Line-Follow-Roboter, genau. Und das Ganze eben mit auf Arduino-Basis. Das heißt, es ist dabei auf einer CD natürlich Bauanleitung, diese ganzen Dinger zusammenzubasteln. Also ich habe noch nie im Schrauben in der Hand gehabt von 0,8 mm Durchmesser und da dann Muttern drauf drehen. Also da einmal niesen und wechseln. Die Feinmotorik war da gefragt, war zum Glück nicht verkühlt. In der Mitte vom Tisch arbeiten ist der Trick. Ja. Wenn es runterfällt, fällt es nicht auf den Boden, sondern dann ist es in der Mitte vom Tisch mit den Armen arbeiten. Das hat sehr viel gebraucht. Magneten in der Nähe liegen lassen, das geht dann ein, eher in die Richtung, das hilft auch. Also es gibt ein paar so Tricks. Super Bedienung, also Aufbauanleitung dabei auf Englisch, auf CD. Die Arduino IDE ist dabei, Beispielprogramme sind dabei und das Ding funktioniert einfach. Also es war
3 Stunden Bauerei, würde ich sagen, und dann die Programme, die dabei sind, die spielt man halt ein und dann funktioniert das Ding auch. Cool, cool. Ist jetzt keine Hexerei, Kosten von dem Ding 70 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, genau. Also die Winterbastelei für Nerds. Genau. Ich habe jetzt nämlich als Sickelstricker angefangen und ich habe auch den Eindruck. Was? Ein Sickelstrick? Sockenstricken. Also, das war gerade die Anspielung von vorher, weil ich nämlich schon mal Stefan gegenüber erwähnt habe, dass ich jetzt Sockenstricker lerne. Aber du kannst noch nicht stricken, oder? Also ich kann schon so ein bisschen stricken. Also, aber ich habe auch schon einmal in meinem Leben Socken gestrickt, aber das ist bestimmt schon. Also 10 Jahre vielleicht und nicht, aber du redest aber jetzt fast aber von Handy-Stricken. Du hast keine coole programmierbare Strickmaschine. Nein, einfach nur stricken. Okay. Und naja, da deswegen Segelstricken, weil ich es mit meinem niederbayerischen Dialekt so schön Sickel sage. Und das ist jetzt mein Winterprojekt. Das ist nicht annähernd so nerdig, ist irgendwie eher so omahaftig, aber es ist auch ganz interessant, weil Sickelstricker können ist schon eine Sache. Und nach seine eigene Kleidung. Du könntest ja einen QR-Code reinstricken in die Socken. Das ist eine Aufgabe. Für Lieblingsplätzchen zum Podcast abonnieren, genau. Und dann, wenn du Schuhplattelst mit den kurzen Lederhosen. Okay. Auf Sohlen, oder? So. Und ich habe ja halb im Spaß Segelstricken verstanden, wo sie das erste Mal erzählt hat. Und dann nachher auch wieder halb im Spaß nachgeschaut, ob es das Ding und gibt. Und ich sage, es gibt Segelstricken. Es gibt Segelstricken. Nur ist das nicht das, was man glaubt. Also es ist Segel für förmige Halstücher stricken. Okay. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen vernünftiger. Ja. Aber ich habe es sehr witzig gefunden, dass es sozusagen alles gibt, was man ja, also das ist ja bei Ravelry, oder ich weiß nicht, wie das heißt, wie man es ausspricht. Das ist eine ziemlich große Strick-Community im Internet. Also das ist zwar so analog zu stricken, aber das ist im Internet gut vertreten. Also selbst wenn man nicht stricken kann, kann man es gut lernen. Also, falls ihr mal Segelstricker wählt. Ist das der Anlaufpunkt? Ja, ich habe ja noch vor 2 Jahren so einen Konrad Electronics Weihnachtskalender zu Hause. Andere haben so nackte Mädchen am Kalender. Du vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe diese Bastelsache irgendwie zu Hause, aber ich habe die noch nicht da. Wie viele Türchen hast du schon geöffnet? Das erste. Irgendwie, ja. Aber wir sind schon wieder im Verzug. Also ich kann nicht versprechen, dass wir dieses Jahr dann beginnen. Ja, also du kriegst immer ein neues Teil dazu und dazu gibt es eine Anleitung. Verstehe. Und dann kannst du am Ende eigentlich, was glaube ich, kommt was Größeres was. Aber du weißt auch nicht, was rauskommt. Ja, nein, das ist eine Überraschung. Ja, es ist noch immer eine Überraschung. Schauen wir mal, ob wir dieses Jahr zusammenbringen. Ich versuche, meine WG dazu zu motivieren. Ja. Meine Freundin hat das vor 2 Jahren auch gehabt. Ach, aber genauso wie sie hat sie es nicht zusammengebracht. Aber alle Türchen geöffnet und wahrscheinlich fehlen inzwischen einzelne Teile schon. Ach, so. Eine kurze Pause machen und Getränk nachfüllen. Das wäre eine gute Idee. Oder machen wir schnell haben wir noch zu Ende. ein Thema habe ich noch. Ein kurzes. Wir haben auch noch was da hinten stehen. Das dauert etwas länger. Also würde ich sagen, erst nachfüllen und dann. Ich glaube, wir den ganzen 2 Glühwein können immer stehen bleiben. Dafür ist schon zu cool. Dann machen wir schnell. Dann machen wir schnell fertig. Remarkable Tablet. Okay. Ein Tablet mit einem E-Paper-Display, ein Kickstarter-Projekt. Ach, davon habe ich gelesen. Allerdings leider, der Spaß relativ teuer. Mich hat es nur interessiert. Ich suche schon relativ lang, ob es endlich irgendwo mit gescheite E-Paper-Dinge gibt. Angefangen von einem Handy. Eigentlich glaube ich, wäre ich mit einem E-Paper-Handy glücklicher als mit einem Farbdisplay. Warum? Weil ich hauptsächlich drauf lese und nicht Bilder anschaue oder Videos anschaue auf ein Handy und die Dinger brauchen viel weniger Strom. Das heißt, wenn ich dafür. Also keine Geschwindigkeit. Und ich brauche eine Geschwindigkeit und ich brauche nicht Farbe. Ja, und wenn ich dafür eine Woche Akku hätte, wäre es cool, das. Ja, weil die Displays brauchen de facto kaum einen Strom und sind in Sonne vor allem viel besser ablesbar als die. Und du hättest dann E-Reader auch noch, wenn du es gescheit motzt. Ja, mit Handys, die gibt es nur mit 2 Displays, dann sind es doppelt so schwer und das ist auch nichts. Wie, auf einer Seite einen Touchscreen, auf der anderen? Ja, auf beiden Touch, auf einem normalen und auf anderen. Jota-Phone heißt es. Genau. Da gibt es mittlerweile auch Nachbauten davon, weil das Jota ist ja auch schon relativ alt und so. Ja, ich glaube, das Jota kriegt man gar nicht mehr. Und so, ich habe dann einmal gesucht, es gibt nichts Gescheites. Und auch dann habe ich geschaut, auch Tablets, ja, E-Reader kriegst du, aber eigentlich Tablets mit gescheiter Auflösung, mit ordentlich gescheiter Auflösung gibt es nicht. Und die Idee wäre ja dann eigentlich auch, dass man es verwenden kann als Ersatz für einen Notizblock. Stichwort Sketchnotes. Mittlerweile gibt es die Dinger mit ausreichender Auflösung, eben dieses Remarkable Tablet, aber noch zu einem ordentlichen Preis auch. Also dieses Projekt da ist 600 Euro. Aber es ist das erste Mal, dass es gut ausschaut von der Auflösung. Also das Produktvideo anschauen war schon mal Freude. Ich habe Hoffnung, dass das in ein paar Jahren was Gescheites wird.
kurz. Remarkable heißt das Ding. Aber Sketchnoten geht doch mittlerweile, also zumindest was ich von so berühmten Sketchnoten drinnen gehört habe, auf dem iPad auch ziemlich gut, weil die doch so einen komischen Stift da neuerdings haben. Also ich finde nicht, dass sie das nach Papier anfühlt, auf einem Tablet was versucht. Schreiben. Und sie behaupten, das ist relativ nah am Papier dran. Mhm. Also ich schreibe am liebsten Sketchnotes wirklich auf Papier, weil dann kann man verschiedene Stifte nehmen und Stifte sind einfach cool. Heute wird es leider nichts, es ist viel zu kalt, um zu sketchen. Gut, Präsident-elect. Wir haben noch ein Paket. Du hast doch nur, jetzt ist mir was eingefallen, du hast einen Artikel in deinem in Titan-Pad von das mit der Bombe. Der ist einer von den meistgeteiltesten Artikeln in der letzten Woche. Ich habe den schon gelesen und mich hat es voll schockiert, weil der nämlich in alle möglichen meiner unterschiedlichen Filterblasen geteilt worden ist. Selbst so Leute, die niemals was auf Facebook posten, die haben den geteilt, aber schnell genug ist halt auch ganz viel Kritik dagegen gekommen. Also nur um zu mal erklären, was das eigentlich ist. Es war, also Cambridge Analytica ist irgend so eine britische Firma, die angeblich schwer daran beteiligt war, dass der Brexit funktioniert hat und dass der Trump Präsident geworden ist. Und zwar dadurch, dass man... Mikro-Targeting von Facebook-Ads. Genau, also die haben... Also es war mir ein Forscher, ich habe leider seinen Namen vergessen, der hat jetzt eine Methode entwickelt, mit so einem kleinen App-Dings dafür, Facebook, wo halt die Nutzer einfach so einen Spaß mitgemacht haben, aber gleichzeitig eine ganzen Daten hergeben haben und der hat dann einen riesigen Datenschatz gehabt und hat dann anhand irgendwelche psychologischen Modelle... Ocean-Modell, glaube ich, also was die Leute fünf Kategorien wertest und dadurch kannst du dann sehr gut diverse Voraussagen machen. Ja, und jedenfalls hat er dann einen riesigen Datenschatz gehabt und dann ist irgend so ein anderer Typ gekommen und hat quasi die Idee gestohlen und damit ist die Firma Cambridge Analytica aufgemacht und dann den Wahlkampf von Trump unterstützt und von der UKIP und ich weiß nicht, wem noch alles. Und der Artikel behauptet halt jetzt, dass die maßgeblich daran beteiligt waren, aber... Es gibt also ich glaube, warum er so geteilt wird, ist, weil da halt schön die Angst umgeht, durch Facebook kannst du jetzt, oder wenn du die Firma bist, machst du jetzt die ganze klassische Wahlwerbung überflüssig und kannst aber schon eine Wahl kaufen, wenn es nur der Firma genug, oder ein Wahlergebnis kaufen, wenn es nur der Firma genug zahlst. Der Artikel, den du verlinkt hast, was behauptet der? Den ich als Gegenstimme. Als Gegenstimme? Die Gegenstimme sagt, dass das halt hauptsächlich auf Korrelationen beruht und die sind halt so viel Falsch-Positive dabei und deswegen kann man das nicht so sagen und außerdem ist sowas wie der Brexit oder die US-Wahl so ein riesiges, komplexes Ding, dass man das einfach nicht mit so einer einfachen Erklärung sagen kann. So wie es zuerst in Serie geschert worden ist, der Artikel, so poppen jetzt die Gegenartikel nämlich da rein noch auf. Den habe ich noch nicht gelesen, darum habe ich die jetzt geschwind dann auch gefragt. Ich habe heute einen geteilt auch, wo ich dann dazu geschrieben habe, der in der Timeline ist es, wo jemand behauptet, das wäre überhaupt nur Fake News, was da aufgezogen worden ist. Der Artikel, den du geteilt hast. Also jetzt, das ist ganz lustig einmal. Also, dass der Artikel in das Magazin Fake News war, oder wie? Fake News im Sinne von... Der Marketing-Story aufgesessen. Ach so. Okay. Von der Firma aufgesessen einfach. Weil die Frage ist, was ist diese Firma eigentlich? Wer kennt die überhaupt? Was ist die Zeitung dahinter? Wobei die Zeitung dürfte halt halbwegs okay sein. Das ja, die ist Zeitung Schweizer ist die Magazin, Wochenendbeilage von Olli Gresser, Schweizer Tageszeitung. So wundern sie sich dann wieder, wie die da aufgesessen sind. Auf jeden Fall glaube ich, das wird noch Spaß, das ein bisschen nachzuvollziehen. Was Überspin da so, war ja, dass einer von da der so Vorsitz, Vorstandsvorsitzenden von dieser Analytics-Firma ist der Mac Brennan, der neue böse Darth Vader vom... Breitbart. Ja, von Breitbart News und der jetzt Präsident Berater ist vom Trump. Also das war dann so der Überspin. Also, wie gesagt, bin gespannt, schauen, was rauskommt. Ob sich dann irgendwer mal die Mühe macht und das ein bisschen ordentlich aufarbeitet, weil das ist halt viel Recherche, die man da braucht und halt auch viel Sachverstand, den man da braucht, um das zu analysieren, ob das passt oder nicht passt. Ich habe als gut, dass das diskutiert wird, hin und her, mit Artikeln und Gegenartikeln. Ja. Ich finde das überhaupt einer der positiven Aspekte, dass jetzt einfach Lügenpresse und Fake News und wie diese ganzen Begriffe heißen, dass die Leute sich jetzt damit auseinandersetzen, auch überhaupt einmal darüber nachzudenken, über den Wahrheitsgehalt und wie man Berichte und Artikel, die verlinkt sind und die einem so zufliegen, bewertet, durchliest und dass das ein Thema ist.
Ich habe dazu noch was. Wolltest du was sagen? Ja, dazu wollte ich jetzt noch was sagen. Zum einen, FIFA hat heute nämlich auch dazu was geschrieben. Erstens, dieses Unternehmen ist gar nicht so unbekannt. Das hatte vorher schon zu dem, was sie machen, viele Beiträge auf Konferenzen gehabt. Und das andere ist, was auch interessant ist, Ted Cruz hatte auch dieses Unternehmen. Ja, das steht aber in dem Artikel drin. Das ist in dem Artikel drin, dass er Ted Cruz hat. Ja, und das ist nämlich etwas, was wieder dagegen spricht, weil Ted Cruz hat es nicht geschafft. Der war der Erste, der das Unternehmen beauftragt hat und trotzdem, bis zum Schluss hat er es nicht geschafft. Also sondern in dem Artikel war, dass er dafür, dass er vorher aus dem Nichts kam, halt relativ gut ausgestiegen ist. Aber ich habe ein sehr schönes Gegenbeispiel, das ich auch persönlich begrüßt habe. Das ist nämlich unser neuer Präsident, Van der Bellen. Mhm. Und es gibt eben zu dem Thema auch schon Artikel, wie das sich auf Österreich ausgewirkt hat. Und da war halt in der Future Zone auch ein Artikel verlinkt. Laut Facebook hätte nämlich Hofer Präsident werden sollen, weil da gibt es so Facebook-Trendanalysen und wie da diverse Leute umgedreht werden und durch Dark-Postings etc. etc. Aber es kam dann halt raus, die Van der Bellen-Kampagne war mehr klassisch, also die hat es mehr geschafft, in die Breite viele Leute zu aktivieren, die dann persönlich Wahlkämpfen gegangen sind. Ihr habt vielleicht welche gesehen, auf U-Bahn-Stationen wurde am Sonntag dann noch viele junge Leute haben dann so Zetteln. Ja, Samstagnachmittag ganz viele Van der Bellen-Flaggen auf einmal überall. Ja. Oder das Gertrude-Video war ja in den letzten Jahren auch und also anscheinend, zumindest in Österreich, hat auch noch die klassische Mobilisierung jetzt gewirkt gegen die Facebook-Doktoren. Aber was ich erzählen kann, ich war in den Sophiensälen gleich nach den Nachrichten, dass Van der Bellen doch gewinnt. Und das war recht lustig, sehr viel Stimmung dort. Man hat einfach so reingehen können, also ich hätte mehrere Sprengstoffwesten anhaben können, alles kein Problem gewesen. Und dort wird dann natürlich total gefeiert, immer wieder die gleichen Videos gezeigt und dann so gegen 10 Uhr ist die Masse absolut hysterisch geworden, weil es hat geheißen, ja, jetzt kommt er direkt von der Hofburg und Alexander kommt oder und die Leute haben dann so in der Mitte eine Gasse gebildet bis zur Bühne, also da waren schätzungsweise circa mindestens 1000 Leute in dem Saal drin, oder es war auf jeden Fall gesteckt voll. Und dann hat man auch gemerkt, es sind extrem viele Reporter gekommen, also sehr viele internationale Reporter. Und alle Kamerateams und hat sich alles aufgebaut und jeder, der nicht ein Reporter war, hat zumindest sein Smartphone in die Höhe gehalten und der Rest hat Fahnen geschwenkt und war extrem hysterisch. Ja. Und die Stimmung ist sozusagen, also die Leute waren extrem in Erwartungshaltung halt. Und ich habe dann mit einem Freund halt, wir sind bei so einer Ecke gestanden, also wo es vom Gang hineingeht in den großen Saal. Ja. Und bei der Ecke staut sich es ja immer ein bisschen. Ne? Dann haben wir gedacht, also wenn jetzt jemand einen Anschlag macht, dann genau hier, wo wir stehen, da weiß der Präsident, muss vorbeikommen und es dauert und so. Und ist aber kein Anschlag passiert, sondern er ist, und zwar schon, er war bewacht von diesen Innenministeriumsabteilungen. Die haben so kleine Erkennungsmarken und das ist eine Spezialeinheit vom Innenministerium für Personenschutz. Die hat ihn schon begleitet von der Hofburg, also in die Sophiensäle zu der Abschlusskundgebung. Und er hat sehr lang gebraucht, um diese Sophiensäle zu durchqueren. Die sind, schätze mal, 50 Meter lang oder ein bisschen länger vielleicht. Mhm. Und es hat sehr lange gedauert, weil er halt viele Hände geschüttelt hat und auch schon älterer Herr ist. Und nachher hat er eine episch-historische Siegesrede gehalten, nämlich Hallo und dann minutenlanger Jubel und dann wir haben gewonnen. Und dann halt ein paar Details von den Ergebnissen, dann war noch so ein Kinderchor und dann ist er eh wieder gegangen. Und das hat auch wieder, also die ganze Aktion hat mindestens eine Stunde gebraucht, nur dass er hingeht, kurz redet und wieder zurückgeht, weil halt so viele Leute ihm eine Hand geben wollen. Okay. Und danach bist du noch geblieben? Ich bin dann noch geblieben, habe dann noch fest getanzt und so, aber ich muss gestehen, um Mitternacht bin ich dann auch heimgegangen. Okay. Und ja, nur für Nicht-Österreicher ist halt so, dass jetzt jemand von einer Partei, die historisch immer zwischen 5% und maximal 10% herumgeschwommen ist, jetzt 53% Zustimmung bekommen hat. Das war für mich als Grünaktivist natürlich extrem. Das zweite Land weltweit mit einem grünen Präsidenten. Ja. Was ist das andere? Ich glaube Lettland, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, auf jeden Fall ein baltischer Staat. Es ist faszinierend zu sehen, wie es für ein Aufhebensitz gemacht wird. Ja. Selbst Angela Merkel hat sich ja auch geäußert. Und so. Und überhaupt, dass man sich als Österreicher nach einer Präsidentenwahl einmal nicht genieren muss, ist auch einmal ganz nett. Ne? Ich habe ein bisschen nachher so herumgelesen und geschaut, natürlich wie wir alle, und habe mich auch ein bisschen aus meiner eigenen Blase hinausbegeben und auf Facebook geschaut, was Strache geschrieben hat und dann seine Anhänger dazu gepostet und? Haben. Es ist hart, innerhalb so kurzer Zeit so viel Hass zu spüren, wie wenn man diesen Thread durchliest. Ja. Also bleibt uns das Gift erhalten. Wenn jetzt geredet wird von wegen, dieses Land ist nicht gespalten, das gibt keine. Wir haben da jetzt ein ordentliches Hasspotenzial zurzeit noch. Um uns. Das ist nicht schön. Ja, klar.
Mit diesen netten Worten verabschieden wir uns. Ja, das mache ich ja hin und wieder. Eigentlich war es aber eine gute Geschichte. Wieso haben wir das Paket da nicht geöffnet? Ja, ja. Wir sagen, machen wir das jetzt auf der Sendung? Ja, machen wir das, oder? Stefan, du bist handwerklich. Noch dazu mit original schönem Schriftzug in diesem Bierdacher-Design, wo wir ja schon die T-Shirts haben. Das ist ja wirklich richtig. Ja, aber du brauchst jetzt echt eine 10 Meter große Schere, dass du das da. Ja, so richtig Klischee. Das Paket ist ja größer. Also hier gibt es... Hier ist was zugeklebt. Ich habe leider Handschuhe. Oh, das sind auch noch einzelne Klebe. Das Unboxing. Warte, ich mache ein Unboxing-Video. Ein Unboxing-Video. Okay. Ein Unboxing-Video beleuchtet sehen, vom Belasch. Ja. Wir sehen nicht, wo es weitergeht. Aber da vielleicht. Da schon. Oh, na, da ist nur so ein Pfeil. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Wir scheitern schon am Öffnen. Ich glaube nicht, dass die Pfeile... Oder? Haben die Pfeile eine Bedeutung? Haben die Pfeile eine Bedeutung? Kann jemand mit seinem Handy Licht machen? Da herum ist Licht. Ich reiß da oben mal auf. Ich habe da eine Ecke gefunden. Aber was hilft's? Schaut. Ah, ich habe auch was. Wenn die Pfeile eine Bedeutung haben, hier nicht, weil hier ist nichts. Hier geht's auch weiter? Ja, irgendwie. Ja, ich hab's jetzt. Ah, super. Okay. Allerdings wird's jetzt wahrscheinlich kaputt. Ja. Das wäre schade. Ja, das können wir ja nicht verhindern, glaube ich, oder? Außer, dann brauchen wir was anderes. Da ist eine Zeitung. Da ist Zeitung drunter, ja. Das ist eingeschweißt. Boah. Oh, das ist immer so, dass... Boah, das ist aufwendig. Wahnsinn. Also das ist so echt super. Für alle Hörer, sowohl Gregor hält ein Mikrofon in der Hand und tut mit der anderen Hand an einer Ecke herum. Halte ich, weil ich habe... Ah, super. Und der Horst filmt. Ich filme, Jana beleuchtet. Und Stefan tut an der gegenüberliegenden Ecke herumglätzeln, wo wir seit mehreren Millimeter den Fixo-Schicht gelöst haben. Ich habe nicht den... Ich wollte den Schriftzug nicht zerstören. Ja, den Schriftzug sollten wir... Kann sich dann jemand anschließend... aufhängen. Moment, was ist das denn? Seht ihr schon was? Riecht es? Bewegt es sich? Die Schrift ist ein Material, das nicht geklebt ist. Ah, es wurde nur aufgeklebt. Das heißt also, dass die Buchstaben sollten ganz bleiben. Hast du schon mehr erwischt, Stefan? Boah, meine Hände. Aber das ist ja so dicker Karton. Ich fürchte, das ist Karton. Ja, und hier oben ist dann was. Ja, wir müssen unten dran. Unten ist da, das ist ein Deckel. Das ist ein Deckel? Das ist ein normaler Deckel. Dann drehen wir es mal um. Drehen wir es mal um. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Schachteldeckel. Okay. Aha, hier. Ja. Wir sehen hier alte Zeitungen. Ja. Das ist spannend. Das spannendste Video, den wir jemals gemacht haben. Das wird doch ein Klickzahl in die Höhe treiben. Ein bisschen verlängerter Unboxing-Prozess. Sollen wir eigentlich das Mikro ausschalten? Wenn ich es live kommentieren, ich bin schon ausgelastet, ich werde schon mit Kamera halten. Ich glaube, jetzt müssen wir da schneiden. Okay. Sag einfach, was passiert. Rein, Stefan, ich kann das gerade nicht so gut. Stefan zieht ein Stück Klebestreifen ab. Jetzt kommt Jana mit dem Schlüssel. Und sie mit dem pinken Schlüssel versucht jetzt Jana, das Paket zu öffnen. Sie kommt durch die Zeitung durch, aber die Pappe hält leider zu. Sehr zusammen. Der Zusammenhalt der einzelnen Pappstücke ist größer als unserer. Sie haben ein Loch gemacht, glaube ich. Oh nein. Wir haben millimeterweise Pappendeckelschichten weg aus einer Kante. Das ist ein Wahnsinn. Gut verpackt. Ist das hier die Kante überhaupt? Das ist schon, das ist einfach ein Bierdacher-Monolith. Man hört schon ein ganz leichtes Grunzen aus dem Karton wie eine Katze. Hoffentlich zerstören wir es aufstellen. Ah, und im Karton sind andere Kartons drin. Da sind kleine Schachteln drin. Jawohl, die kleinen Schachteln kommen zum Vorschein. Kleine? Und es steht sogar dran, Jana! Jana, bitte. Na bitte. Jana, du bist in einer Kiste drin. Vielleicht ist da jetzt ein Klon von dir. Nimm dich raus. Das wäre super. Unboxing auf Jana Wiese von Jana Wiese. Jana versucht, ihre Kiste rauszukriegen. Jana, wie fühlst du dich? Wunderbar, ich krieg leider mein Paket. Warte, ich kann das nicht halten. Langsam, langsam. So, den will nicht direkt Hörer verlosen. Super.
Also Jana, wie ist es so? Ich glaube im Unboxing. Jana, Horst Jens steht da drauf. Aber es gibt mich. Jetzt? Jana, wow. Okay, wo bin ich? Jana hat schon ihr Karton und da steht Herr Horst und Herr Jens, wieso müssen Sie sich einstellen? Geschenk verlosen. Hörergeschenk verlosen zum Hörerhaufen. Stehen wir es runter, oder? Die Schachtel. Probier jetzt eigentlich meinen Hausverschluss. Ich muss mal den Schlüssel. Jetzt kommt Papier. Stehen wir die Schachtel auch runter? Okay, und da ist noch etwas mehr. Und hier kommt. Mein Name. Mein Name. Und es sind noch zwei Kartons. Nee, ein Karton ist noch drin. Den ist in der Kiste. Und ich. Ein Karton. Zwei Kartons. Für mich ist keiner dabei. Oh ja, da sind noch zwei drin. Ah nee, das steht. Das ist mein Name. Für dich ist nichts drin. Ah, noch zwei. Das Blöde ist nur, ich bekomme es nicht raus. Es hängt irgendwie fest. Oh, Dennis ist runtergefallen. Noch eins. Aber Stefan hält sich hartnäckig im Karton. Ah, der hat das Zusammenhalten, den er Pappstreifen innen drin noch festgeklebt hat. Meine Güte. Stefan, jawohl. Okay, ich würde sagen, wir lassen das einfach stehen, das Bier doch. Das merkt niemand, dass das von uns ist. Das kommt zu mir. Nein, da weiß niemand, dass das vom Klebemonster ist. Also, ja, ich versuche die ganze Zeit, aber wir haben so viele Finger. Ja, Jana öffnet ihren... Jana öffnet ihre Kiste. Der Schlüssel scheint diesmal wieder Probleme zu machen. Das hat er. Jana reibt mit einem Schlüssel an einem sehr... Von der Kante. Sie streichelt ihr Karton liebevoll mit einem Schlüssel. Ich habe nur viel zu kalt. Es sind noch auf der anderen Seite auch welche. Oh, Stefan ist schneller. Okay, Nougat-Praline-Schokolade. Oh. Ui. Ein Care-Paket aus dem Westen. Das ist aber super. Ah, da hat schon jemand was... Ups. Und ich habe mein Paket noch nicht aufgedrückt. Nougat nehme ich. Okay. Ein Hoodie. Ein Hoodie. Jetzt können wir die ein Pulli. Oh, ist das cool. Wieso haben wir den Karton nicht vorhin schon geöffnet? Mir ist saumäßig kalt. Und Speise, Crisp-Schokolade und auch ein Biertaucher-Hoodie. Das ist ja total cool. Ich darf einmal Gregor filmen. Ja. Wahnsinn. Gregor, das kommt auf YouTube. Hey, aber halt, stopp, da ist ein Makel dran. Nix, ja, Hoodie, Biertaucher, Kapuzenpullover. Nicht schlecht. Ist das was anderes als ein Hoodie? Ja, stell dir den fest. Okay, ja. Ja, sehr weil gut, es ist ja auch, ja genau. Ja, danke, ja, danke. Danke, ja, vielen Dank. Danke. Ja, danke schön. Von den Frieren. Können wir das wieder ausschalten? Ja, okay. Und ich beende damit das Video. Wollen wir alle irgendwas sagen zum... Ja, wir haben ja. Danke, liebes Klebemonster, wirklich. Danke, liebes Klebemonster. Okay. Hauptsache, mich bitte nicht filmen, ich hab... Naja, wurscht. Ja, verabschieden wir uns bis nächste Woche, oder? Schön war's. Ja, bis... Danke. Und wenn Sie auch so viele Geschenke haben, wollen wir einfach öfter zum Biertaucher-Podcast kommen. Wir suchen dringend Leute, die Shownotes schreiben. Aber man darf auch einfach so mitmachen. Und von meiner Seite muss ich leider ein frohes neues Jahr schon wünschen, weil für dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht mehr da sein. Alles klar. Okay. Na dann, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.